Hubertus Heil bestätigt, Rente mit 63 gibt es nicht mehr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, was durfte ich da in den Nachrichten hören? Hubertus Heil bestätigt sozusagen als höchster deutscher Sozialminister, dass es die Rente mit 63 gar nicht mehr gibt. Und zwar hat er das gesagt, diese Aussage getroffen im NTV-Frühstücks- oder im NTV-Frühstücksfernsehen oder Frühfernsehen oder Aufstehen. Heute früh am 22.10.2024, können Sie bitte auf NTV in der Mediathek mal nachlesen, auf Nachfrage des Reporters, die Rente mit 63 gibt es nicht mehr. Ja, was meint denn der Hubertus Heil nun damit? Welche Rente mit 63 gibt es nicht mehr? Gibt es die Rente mit 63 nicht mehr, die ich tatsächlich schon mit 63 Jahren oder mit Vollendung des 63. Lebensjahres bekommen kann und 35 Jahre Wartezeit? Oder aber gibt es die Rente mit 63, dahinter verbirgt sich dann die abschlagsfreie Rente nicht? Ja, Hubertus Heil hat das dann so ein bisschen aufgeklärt und hat gesagt, die Rente mit 63, dass es die nicht mehr gibt, bezieht sich auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Version zum 1.7.2014. Und deshalb können Geburtsjahrgänge von 1960 und später die Rente mit 63 gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Hintergrund dieser Fragestellung ist die aufkeimende Forderung des Arbeitgeberpräsidenten Dulger. Der fordert schon wieder die Abschaffung der Rente mit 63. Es gibt einen unglaublichen Arbeitskräftemangel, aber auf der anderen Seite zwingt die Rezession viele, viele Unternehmen, Fachkräfte auch zu entlassen. Das ist leider die Folge der seit 2 Jahren anhaltenden Rezession. Ja, meine Damen und Herren, das Kernproblem mit der Rente mit 63 ist aus meiner Sicht ein ganz anderes. Viel zu viele Leute, die null Ahnung von Rentenrecht haben, sage ich mal, quatschen da einfach nur unmögliches, dummes Zeug herum. Es gibt und gab noch nie eine Rente mit 63. Es gibt Rentenarten und die heißen Regelaltersrente, Altersrente für langjährig Versicherte, Altersrente für besonders langjährig Versicherte und Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und wenn wir es langsam mal in die Köpfe der Politiker und derjenigen und denjenigen und auch der Journalisten reinkriegen würden, die das mal unterscheiden könnten, dann wäre uns schon viel geholfen. Denn solche Aussagen, wie Hubertus Heil sie getroffen hat, werden wieder zu großen Verunsicherungen führen und die Menschen dann verunsichern und sie werden sich dann die Frage stellen, ja, was ist denn nun mit meiner Rente? Kann ich mit 63 in Rente gehen oder nicht? Oder kann ich erst mit 67 in Rente gehen? Ja, was ist denn nun? Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Rente mit 63 ist nicht abgeschafft worden. Es gab nie eine Rente mit 63 und deshalb ist das auch alles Unfug. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Heute scheint ja die Sonne. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.